Was geht, meine Wertfreunde, und willkommen hier zum Part Nummer 9 von Majora's Mask Herzteilesuche. Im letzten Part war der Ton ein bisschen leise, das habe ich erst jetzt gemerkt. Ich hatte den zum Stream wieder ein bisschen runtergestellt, es tut mir leid, habe ich nicht mehr bemerkt. Der Fischer ist woanders. Des Fischers bringen lebendige Herausforderungen. Fahren Sie mit dem Boot zur Insel des Fischers, um genaueres zu erfahren. Okay. So, ich hoffe, dass das funktioniert. Ich glaube, man muss sich damit dann sogar hochziehen, oder? Das Boot fährt uns jetzt nämlich dahin, zur Palme, und da können wir uns dann ranziehen. Ich hoffe, dass das noch funktioniert, dass wir jetzt mit ihm das Foto interagieren können. Da ist er, der kleine Fratz. Ansonsten haben wir noch ein Herzteil, was ich erst im nächsten Tageszyklus machen kann. Weil dafür darf Gyros nicht besiegt sein, so eine Scheiße. So reden. Na, da es mir nun wieder in Ordnung zu sein scheint, werde ich wohl in den Tourismus steigen. Für nur 20 Rubine darfst du an einem Spiel teilnehmen und einen großen Preis gewinnen. Wenn du Lust hast, dann besuche die Insel im Zentrum. Nee, ich hab was mit dir zu bereden. Ja, ich möchte das Bild behalten. Ach man, Kacke, man kann das nicht mehr machen. Oder darf ich nur als Zora mit ihm? Nee, eigentlich war es ja als Link, ne? So. Mann, du bist ein Arsch. Jetzt geht das nicht mehr. Nur weil ich Gyros besiegt habe. So eine Kacke, es ist doch nicht wahr. Und das nächste Herzteil, was wir nicht machen können. Mann, das ist ja verletzend. Na gut. Ja. Das Spiel an sich ist prinzipiell ziemlich simpel. Oh, Verzeihung. Abends und morgens mache ich Pause. Komm später wieder. Arschalter, ich knall dir gleich eine. Ernsthaft, das war jetzt eine Minute? Eine einzige? Oh, fuck. So ein Arsch, ich würde dich am liebsten jetzt aufschlitzen. Dieser Harald. So ein Arsch. Kann ich wahr sein hier? Ja, ich darf die Hasenohren vorher absetzen. Habe ich nicht dran gedacht. Toll, wieder ein Herz, was ich nicht machen kann. Oh. Ey, das ist so kacke. Man wird aber auch nicht gewarnt vor sowas. Nerv. Oh. Vor allem abends. 16 Uhr ist bei ihm abends. 18 Uhr ist abends, Mann. Keine Zeitvorstellung, der Kerl. So, zack. Zwei. Cash, cool. Da ist die Wundererbse. Die wir pflanzen müssen. Der Wundererbsen-Spot, an dem wir eine Wundererbse pflanzen müssen. Zack. So, dann einmal Quellwasser nehmen. Stompen. So, bam. Wenigstens etwas, was funktioniert. Warte mal. Taya ist nicht hingeflogen. Da ist hingeflogen. Okay, Moment, so. Okay. Okay, muss ich von hier aus anscheinend spielen oder so? Oben und A-Spam. Jetzt ist er da. Unser Freund der Fridolin. Danke. Wäre schön, wenn du nicht so rumhampeln würdest. Zack, so.
So, zwei Herzteile, die wir jetzt nicht machen können. Zwei Herzteile, die wir nicht machen können. Mann. Ist ja voll kacke, ist das. Komm, vom Kap Zora ist schneller. So. Haben wir schon mal wenigstens eins. Wow. Wo ist es denn? Hä? Ich finde das jetzt ja gerade nicht. Das machen wir gleich. Da. Mann, den da drüber. Danke. So. Einfach weil ich es kann. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal anders. Dann gehen wir jetzt als erstes mal und suchen. Also ich brauche gleich mal einen Stift und einen Zettel. Moment, da habe ich einen Zettel, da habe ich einen Stift. Weil das kann ich mir nicht merken. Das ist ein bisschen too much. Das werdet ihr dann gleich verstehen, warum. So, Lulus Zimmer. Was von denen ist Lulus Zimmer? Ist du Lulus Zimmer? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich bin hier so selten drin, ne? Nee. Ist das mein Zimmer? Kann das sein, dass das mein Zimmer ist? Kann das sein, dass das da oben ein normaler Baum ist, an dem ich mich ranziehen kann? Ja, ist es. So. Miko, mein Tagebuch. Hey, cool, ist wirklich mein Zimmer. Ha. Heute haben Jappes und ich zusammen gejammt. Er schreibt grässliche Texte, aber er ist ein hervorragender Musiker. Oh, was ist denn los mit diesem Kackstift hier? So, sorry. Heute hat Lulu, Jappes und mir zugehört. Ich glaube, es hat ihr gefallen. Sie ist ein hübsches Mädchen. Auch heute habe ich wieder mit Jappes gespielt. Even war sauer, weil wir selber Songs geschrieben haben. Even hat mich heute Morgen zu sich gerufen. Es ging um Lulu. Er war sehr aufgeregt und ich habe mich gefragt, was wohl los wäre. PS. Es sieht aus, als wäre meine Glücksfarbe dieser Woche grün. So, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Nee. Okay, es war links, nicht oben. Okay, Moment. So, das ist die Melodie. Vom Klang her kenne ich es schon mal. So, die 8 Noten brauchen wir und wir müssen gleich nochmal 8 Noten uns merken. Das klingt erstmal saubescheuert, aber das ergibt ein Lied, was wir spielen müssen, ohne dass wir es spielen können. Was sehr anstrengend ist. So, jetzt müssen wir Jappes, dem Bassisten, einen Jam-Versuch abstatten und dann Ivan, unserem Bandleader, mit dem müssen wir dann die Melodie komplett vorspielen. So, das sieht mir so aus, als wär's nicht. Kann es sein, dass wir das auch vor dem Gyros-Kampf hätten machen sollen? Sind die da jetzt alle in der Mitte und chillen? Bitte nicht. Doch, die sind da alle in der Mitte und chillen. So. Hey, wo warst du denn? Du bist spät, Mikau. Oh, oh. Weißt du was? Du Stimme. Sie kann wieder singen. Ja, und das ist Evan, unser Megamaster, Mind oder so, keine Ahnung. Der sieht so seltsam aus. Gute Arbeit, Miko. Lulus Stimme ist wieder da. Ich glaube, Lulu würde gerne mit dir sprechen, also geh rasch hin. Kann es sein, dass sie erst eine Runde Jam, hier eine Runde ein Konzert halten müssen? Bis spät, Miko. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Lulu wartet schon auf dich. Hey, vor der Hippie-Mann.
Mikau, du bist wieder hier. Das ist gut. Ich war sehr überrascht, als meine Stimme diese einsame Insel in eine Schildkröte verwandelt hat. Doch das Lied, das du für mich gespielt hast, auch meine Mutter hat es vor langer Zeit für mich gesungen. Ich legte diese Eier, weil sie mich daran erinnern sollten. Dieses Lied stammt aus meiner Kindheit. Daher hatte ich es schon vergessen. Ich habe dir Schreckliches angetan, Mikau, aber jetzt wird alles wieder gut. Bald findet das Konzert statt. Lass uns mit den Proben beginnen. Eins, zwei, drei. Kennt ihr die Melodie? So, eine schöne Jam-Session hingelegt. Ich glaube, singen zu dürfen ist ein Geschenk der Götter. Jetzt sind wir endlich wieder alle zusammen. Ich kann unser Konzert kaum erwarten. Gut, geht anscheinend also auch nicht. Mensch, ist ja geil, dass heute überhaupt was funktioniert. Ist ja reiner Wahnsinn, ist das. Komme ich jetzt hier am besten raus? Hier, oder? Aber gerade auslaufen, ins Wasser hüpfen, raus? Dann sind wir wenigstens gleich auf der richtigen Seite. Ja, cool. Wieder ein Herzteil, was nicht geht. Ja, warte mal, Lulus Zimmer. Das geht aber wenigstens noch. Immerhin etwas. So, ich muss Lulus Zimmer finden. Ist wahrscheinlich nicht so schwer. Da müsste irgendein Perversling durchs Fenster Schlüsselloch gucken wollen, glaube ich. So, es ist jetzt gleich zweite Nacht. Sag ich, knacke ich rein da. Oh, die Melodie ist schon mal gut. Ja, hier ist es. Danke, dass du vorbeischaust. Da ich nur mit Zoras verhandle, bist du als Kunde herzlich willkommen. Ist das dein Zimmer? Diese Seeluft tut mir nicht gut. Deshalb würde ich gerne ein Zimmer mieten. Ist hier ein Wirbelsturm durchgezogen? Dafür kann ich nun wirklich nichts. Ich verkaufe dir grünes Elixier für 40 Rubine. Möchtest du deine Rubine gut anlegen? Nein. Das ist schade, aber wenn du deine Meinung änderst, komm ruhig vorbei. So, als Corone sollten wir ja Überzeugungskraft haben mit unserem Stand. So. Ach, danke, dass du vorbeischaust. Oh, du bist aus den Bergen. Ich verkaufe Königsdienst hier, aber ich handle nur mit Zoras. Eigentlich würde ich viel lieber an einen Ort leben, wo es kühler ist und mir klare Luft um die Nase weht. Aber einfach so ein Geschäft öffnen, ach, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine? Wow, das ist eine Bergurkunde. Oh, ich danke dir. Ich gebe dir dieses Land dafür. Richtig schön in Blau. Ey, diese Meeresurkunde sieht im 3DS-Remake so schön aus. Die hat eine richtig schöne Farbe. Yippie! Und schon bin ich weg, du Loser! Viel Spaß mit dieser Bruchbude. Das ist das Zimmer von Lulu. Nur mal so nebenbei. So, damit haben wir jetzt das vorletzte Herzteil, was wir durch diese Deku-Quest kriegen können. Deku-Händler-Quest. Und es fehlt nur noch eins. Sag ich knackig. Und das ist im Ikana Canyon. Und das werde ich mir natürlich auch noch holen, bevor der Tageszyklus zu Ende ist. Das ist ganz wichtig. Denn ich habe keine Lust, nochmal alle Urkunden tauschen zu müssen. Nur um das letzte Herzteil zu kriegen. Das ist so anstrengend. Ein Herzteil gefunden. Yay! So. Zora Time. So, und dann machen wir jetzt noch... Erstmal wieder raus hier. Dann machen wir jetzt noch den Raubschleim.
Gehst du bitte hoch, danke. Da ist er. Und dann noch die Biberbrüder. Aber ich glaube, wir schaffen gerade mal den Raubschleim jetzt noch hier. In dem Part. Das ist schade. Loser. Komm her. Geh doch. Also jetzt muss er kommen, hä? Weg. Weg. Ach ja, Nacht. Oh nein. Ich hab voll vergessen, dass das Nacht macht. Oh Gott, da ist wieder einer gespawnt. Mann, sind die jetzt. Hier gibt's auch ein Minispiel. Ich weiß gar nicht, was man da gewinnen kann. Aber wenn man richtig steht und alle Dinger mit einmal kaputt kriegt. Oh, das wäre so gut gewesen. Aber es war schon relativ knapp, ne? Wenn alle mit einmal kaputt macht, kann man, glaube ich, Geld gewinnen. Relativ viel sogar, so ein Huni oder sowas. Ne, immer noch nicht weit genug hinten. So, ich will nichts anvisieren, ich will einfach nur laufen können dabei. Ich will die Viecher halt einfach nur wegschnetzeln. Die sind halt anstrengend und nervig. Weg. Na komm da her, wenn ich traust. So, zack. Hier müssen wir runter und da unten erwartet uns dann auch nochmal so ein Viech. Juhu. Also macht euch bereit für weitere dunkle Momente. Ja, das Vieh hat halt tatsächlich unter sich einfach nur ein Herzteil, das ist alles. Zack, Herzteil. Und ja, irgendwie sind die Fische hier groß, ich weiß auch nicht warum. Ja, die Strömung hier ist auch irgendwie seltsam. Schlitz. So. Ja, und was ich jetzt noch machen müsste, aber da haben wir jetzt keine Zeit mehr zu, müsste ich jetzt entweder das Video wirklich sehr, sehr krass cutten. So, zack, 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 zack. Und dann haben wir es erledigt, aber dann würde ich jetzt hier noch eine halbe Stunde bis Stunde sitzen. Da habe ich jetzt eigentlich auch eher weniger Lust drauf. Wo geht's denn überhaupt raus da? Wir müssten nämlich jetzt noch das Biberbrüderrennen machen. Alle drei. Und ja, es sind drei. Leider. Da kann ich auch nichts. Mir geht's ja mindestens genauso auf die Nerven. Oder wir gehen... Ich könnte noch probieren, das Spinnenhaus zu machen, wenn es relativ schnell geht. Ansonsten machen wir das als Vorbereitung schon mal ein bisschen. Wir müssen nur die Hinweise finden und die Masken alle in der richtigen Reihenfolge abschießen. Das ist alles. Es gibt 6 Hinweise. Es gibt 4 Masken. Welche Reihenfolge wie was ist. Ich weiß nicht, ob alle überhaupt was dazu sagen. Werden wir gleich mal rausfinden. Das geht, glaube ich, soweit... ich mich erinnern kann, zumindest zu jeder Tageszeit. Ja, gut, stimmt ja. Man darf ja nichts an den Items ändern, während man schwimmt. Das ist ein Schwachsinn. Er kommt auch in der Nacht. Darf ich Wirbelattacke machen wenigstens? Danke.
Danke. Für die Herzen. Schlitz. Also, hier kommt nichts mehr. Ist der Typ jetzt wenigstens zu Hause in der Nacht? Oder ist er jetzt immer da? Er ist immer da, der Arsch, oh nee. Das geht gar nicht, nee, Mann, wirklich nee. Ist der ätzend, dieser Arsch, oh Mann, ja. Geht gar nicht. Also, das haben wir noch, habe ich jetzt gar nicht abgehakt. Und das Spinnenhaus sonst. So, wir müssen ja auch keine Spinnen weiter einsammeln. Es geht nur um das Herzteil. Und das kriegt man hin, ohne Spinnen einzusammeln. Zum Glück. Also, Moment. Da. So. Zack. Rein da. Im 3DS-Remake haben sie es übrigens geändert. Da muss man nicht mehr am ersten Tag hier rein, sondern es geht an jedem Tag. Eine sehr gute Änderung, finde ich. Also, weiß ich nicht, ist ziemlich dumm. In der Bibliothek gibt es 2 Skelette. Ich weiß aber nicht, wo die Bibliothek ist. First try? Nee, nee. Die Tipps höre ich mir als letztes an. Ist übrigens eine feste Reihenfolge, also... Achso, ja. Feuerpfeile. Wenn ihr die Reihenfolge kennt, könnt ihr sie einfach eingeben. Ich kenne sie nicht mehr, deswegen hole ich mir die Tipps. Nein. Ja. So, Hauptsache wir haben den Helm des Hauptmanns, das ist ganz wichtig, ansonsten reden die ja nicht mit uns. Auch falsch. Ah! Wo ist diese Bibliothek? Die ist oben, oder? Ach, kacke. Oh, geht schneller. So, easy. Der Timer wird übrigens resettet ab dem Moment, wo man dieses Ding anzündet. Und wenn man irgendwas anzündet, wird der Timer ebenfalls resettet. Der Timer startet ja, wie er abbrennt, der Dekostab. Er startet ab dem Moment, wo man ihn halt anzündet. Und dann resettet er sich, wenn man... Hä? Ah, Hauptmann, Sir, es ist schon so lange her, dass wir euch gesehen haben. Wir gehen den Geheimnissen dieses Ortes nach, genauso wie ihr befohlen habt. Aufgrund meiner Informationen sollte zuerst Grün getroffen werden. Und ja, es sind nicht 4 Treffer, keine Sorge. So. Hab ich meine Pflicht erfüllt, Sir? Jo. Hab Dank, Sir. Ich hoffe, dass meine Informationen hilfreich waren. Wie ihr es befohlen habt, werde ich nun meine letzte Pflicht erfüllen. Lebt wohl. Ich weiß, da stand ja wohl, Sir, ist mir jetzt aber egal. Der andere saß hier hinten. Oh. Oh. Das tut weh. Ah, Sir. Es ist schon so lange her, dass wir euch gesehen haben. Wir sind den Geheimnissen auf die Spur gegangen. Aufgrund meiner Informationen. Gelb als 6. Machen wir mal hier. Gelb 6. Habe ich meine Pflicht erfüllt, Sir? Ja, danke. Oh, ich darf schlafen gehen, danke. Ja, die kommen auch nicht wieder. Also, man kann sich's auch verbauen, aber naja, ist jetzt nicht so schwer. Zack. Das war, ey, das war perfekt. Der Sprung war super. So, blau und grün haben wir noch. Blau und rot. Ugh. Sir. Wir sind den Geheimnissen auf die Spur gegangen. Aufgrund meiner Information sollte blau als 2. Getroffen werden. Blau. 3.
Ich bin Pflicht erfüllt, Sir, ja. Oh, danke, Sir, ich schlaf jetzt. Sir, oh, Hauptmann, Sir. Sollte Rot als Viertes getroffen werden? Drei und fünf fehlen noch. Ich meine Pflicht, Sir. Ja, danke, Sir. Ich geh schlafen, Sir. So stehe ich mich wieder auf den Tisch. Hauptmann, Sir. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Gelb als Drittes? Ich meine Pflicht erfüllt, Sir. Ja, danke, Sir. Ich geh schlafen, Sir. Gute Nacht. Sir, ja, Geheimnisse, Sir. Hm, bla, Sir. Grün als... Nein. Moment. Fünftes. Grün. Hätte ich mir jetzt eigentlich auch denken können, das war die letzte Zahl. So, habe ich meine Pflicht erfüllt? Nein. Tatsächlich, Sir? Ich entschuldige mich, Sir. Ich werde sofort mit den Untersuchungen fortfahren. Jawohl, Sir. Also jetzt sagen wir ihm noch, dass er seine Pflicht erfüllt hat. Gute Nacht, Sir. Also wir haben... Grün, Blau, Grün, Rot. Grün, Blau, Grün, Rot. Den Pfeilen? Oh, Moment, ich hab's vertauscht. Ich hab Grün als Fünftes und Gelb als Drittes. So rum. Jetzt macht's auch Sinn, warum sollte ich zweimal Gelb hintereinander abschießen? Okay. Also wir haben Grün, Blau, Gelb, Rot. Grün, Gelb. Rot. Grün, Gelb. Man kann es auch erraten, also einfach Try and Error, aber es dauert halt zu lange. Ich glaube, es dauert länger als 50 Pfeile, wenn man Pech hat. So. Nope. Du nicht. Du Arsch. Ja gut, war easy. Ja, dann ist die Folge jetzt ein bisschen länger, aber es ist okay. Zack. Energieleiste erweitert! Sehr schön. Vier Herzteile in dem Part. Tut mir leid, dass es im letzten nur zwei gab. Das ist mir jetzt auch mal aufgefallen im Nachhinein. Es war eine ganz schön erbärmliche Leistung. Es tut mir sehr leid. Aber ich hoffe, dass das... Oh, die sind ja doch wieder da. Ich dachte, danach sind die weg gewesen. Naja, dann doch nicht. Four of a kind. Sehr schön. Okay, ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und falls ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Im nächsten Part werde ich mir als allererstes das letzte Herzteil der Deko-Quest-Reihe, hier der Deko-Händler-Quest-Reihe, besorgen. Damit wir das auch abgehakt haben. Und... Ja, dann schauen wir mal, was wir noch so holen können. Oh, in der zweiten Nacht auf dem Friedhof. Ja, das ist ja perfekt. Es ist gerade zweite Nacht, dann machen wir das als erstes. Dann muss ich das Timing-Ding nicht verpassen. Das ist ja cool. Ey, sehr schön. Es ist gerade so, ey, das ist ja perfekt. Ja, na dann, dann machen wir das doch mal. Das ist ja super. Sehr schön. Okay, dann holen wir uns das mal als allererstes. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und auf jeden Fall keine Vorfassung. Drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich vielleicht nicht ganz so blöd bin und dann doch darüber komme. Bis dahin, Peace out, Raccoon Stay Play. Ciao.